So, endlich ist es soweit. Splatoon Version 2.7.0 ist am Mittwoch erschienen. Ich habe es mir am Donnerstag, den 13. Nee, Blödsinn. Am Mittwoch, den 13. das Update runtergezogen. Und es gibt den Wasabi-Kleckser, den Bären-Profi-Kleckser, den Dünerroller Metallic, den Quastu Permanent, den Sprudelschwapper, den Sepiato Gamma, Klotzer 14C und den Klecksplatzing Reflex. Boah, geil! Ja, und es wurden auch diverse Bugs behoben. Keine Ahnung welche, das müsst ihr selbst nachlesen. So, und welche Arenen gibt es denn heute? Zwar das Camp Schützenfisch. Immer schön draufhalten, ne? Das Mahi Mahi Resort. Und was, um welche Rangkampfarenen gibt es jetzt? Den Punkt Pankese Skatepark. Und die Makrelenbrücke. Wieder diese vier Arenen. Und den Punkt, das sag ich schon wieder, Punkt, den Pankesius Skatepark gibt es ja auch schon eine halbe, ist auch schon seit Anfang des von Splatoon. Ja, Selfie? Kann man jetzt Selfies schießen ins Splatoon? Wenn ja, wie geht das denn? Naja. Please take a selfie. Ich frag, ich bin halt mal so neugierig. Wenn ihr nicht, Level, wenn ihr nicht und Level 28 plus. Also muss ich jetzt über, also 28 plus, das heißt, ich muss mindestens Level 28 sein, damit ich mir selbst machen kann. Wo ist der Sinn dahinter? Na egal. So, welche Waffe will ich mir jetzt kaufen? Ich werde mal ganz kurz gucken. Ich glaube, die schalten wir erst später frei. Und zwar mit Level 20. Das kann noch ein langer, steiliger Weg werden. Aber wir kaufen uns den Carbon-Roller. Leko. So, dann gucken wir mal, ob man auch hier irgendwas verändert hat. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt hier irgendwie jetzt ein Selfie machen kann. Ja, ich weiß, ich bin wieder voll im Plan. Splatoon. Cool. Gibt's auch meistens die ein paar coole Miiverse-Zeichnungen. Okay, das sieht auch. Das zum Beispiel. Okay, das ist weniger gut, aber es steht wenigstens Selfie. Das habe ich Lexa. Ja, das schaut auch geil aus. Und das erste Match ist in Mahi Mahi Resort. So. Oh, die sind nur zu dritt. Das könnte ein sehr ein einfaches Match werden. Naja, könnte. Und ich weiß nicht, ob ein Roller hier auf diesem Map wirklich so gut ist. Denn da ist sehr wenig Fläche zum Färben. Oh nee. Ah, oh, dieser scheiß Airbrush. Ich muss mich auch jedes Mal killen.
Oh, das sieht nicht gut aus. Mit Sprudelschwapp erledigt. Gleich mal von der neuen Waffe gekillt werden. Ist ja auch nice, ne? Oh, schaut auch mal jetzt schon sehr gut aus. So ein Käse. Boah, ey. Jetzt. Der Typ da oben nervt. Aber ich habe eine Idee. Ich bin mal dorthin. Da irgendwo ist einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Und da geht er down. So, sehr schön, sehr schön. Und jetzt hier unten alles einfärben. Warum zünde ich nicht meine Spürbomben? Naja, egal. Jetzt heißt es nur noch hoffen, dass man gewinnt. So. So, kommt, meine Spürbomben. Zeigt, was ihr drauf habt. Da hinten. So. Troll, fuck you. Ja, das könnte ein spannendes Match werden. Und es ist auch ein sehr ein spannendes Match. Zwischen Zitronengelb oder was das ist. Gegen Heidelbeerblau. Oder Dunkelblau. Wir haben nur noch 18 Sekunden. 13, 11, 10, 9, 8. Wie es aussieht, gewinnen wir sogar dieses Match. Also wir haben alles in den letzten paar Sekunden, alles noch des Spiels umgedreht. Und führen mit knapp 400 Punkten, Alter. Und ich war sogar der Beste, der am meisten eingefärbt hat von meinem Team. Naja. Erste Runde hat schon mal ganz geil begonnen. Ja, natürlich will ich weitermachen. So, Lobby Screen wird eh nicht so lange dauern. Das geht eh, ist halt eine Frage von Stunden. So, oh, wir haben auch noch eine Stufe 6er. Wetten, ich lande jetzt mit dem Level 6er im Team. Nee! Na dann. Haben wir jetzt einen AFKler? Ja. Ja, das ist ja auch ein Reis. Wenn einer AFK rumsteht und einfach mal nichts macht. Oh, und mal ein Inferno. Zu mir, bla bla bla. Nee, ich gehe lieber meine Standardroute. So, warten. Okay, Bomben sind bereit. Ah, das machst du jetzt nicht. Okay, den hat er noch weggebracht. Nee, hat leider nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich klappen sollte. Es macht aber nichts. Denn wir führen anscheinend. Was natürlich geil ist. Für uns, für die Gegner aber nicht. Da komm. Die sind sowieso jetzt schon wieder in Gefahr. Jetzt nicht mehr. Gefahr. Na dann, gucken wir mal, wo die ganzen Gegner sind.
Also Mist, hier steht auch einer AFK rum. Nee. Ist hier irgendjemand? Scheint auch nur gähnende Leere zu sein. Hey, wo sind denn alle die ganzen Gegner hin? Hallo, Gegner! Könnt ihr mich hören? Ah, da ist einer. Aber wenn man nur dumm rumsteht und einfach mal gar nichts macht, dann hat man davon, von dem Roller geplättet zu werden. Hey, Moment mal, kann man da hoch? Hey, Moment mal, rein theoretisch kann man da hoch. Ich frag mich gerade, wo zur Hölle der andere pinke Enkling ist. Wo ist denn der zweite? Wo ist der letzte? Zehn, sieben, sechs. Wo bist du? Boah, Alter, wo war denn der letzte? Den habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nie gefunden. Nicht gefunden. Okay, der war unauffindbar. Und wieder ein Sieg für uns. Wann bitte? Na dann gehen wir zu den Rangkämpfen. So, Turmkommando, Makrelenbrücke, und ich habe die Waffe gewechselt, und zwar den Quasto Fresco, mit der ich meinem Smoke Weed Everyday Video von Splatoon mal ganz schön abgegangen bin. Oh oh. Die Gegner haben jetzt schon den Turm. Ne. Das. Also, mein Partner hätte mir Rückendeckung auch geben können. Ich versuch's mal von oben anzugreifen. Ja, Tintenwall. Das sieht schlecht aus. Nee, die haben Kugelschild. Boah. Scheiße. Chaosig. Das heißt, wir haben verkackt. Lasse sowas, wenn man so ja, ganz gechillt, ne, so reingeht, ne, Splatoon. Verdammte Kacke. Ja, natürlich will ich den Kampf fortsetzen. Natürlich gebe ich jetzt nicht auf. Alter, und die schönen Punkte gehen natürlich wieder weg. Naja, eigentlich spiele ich es eh sau selten Splatoon, also das, darum ist es mir egal, ob ich jetzt 100 Punkte dazu bekomme oder nicht. So, Squid Party. Pancasio Skate Park. So, mit einem Japaner im Team wird es schon vielleicht schief gehen. Das ist auch jetzt witzig. Ja, jetzt sind die Gegner schon wieder. Komm. Ja, färb doch ein, du! Schwapper.
Okay, ich hab den. Wir haben den Turm. So, irgendwo. Voll Riesenexplosion. Zack. Wie es aussieht, haben wir jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Also ich hoffe, dass meine Partners irgendwie irgendwas zusammenbringen. Na super, Alter. Oh, jetzt führt auch noch der Gegner. Ich glaube, ich träume. Turm gesichert. Ja. Jetzt ist schon wieder der Turm in Gegnerhand. Jetzt stirb doch, du. Nein, nicht ich. Boah. Ich glaube, nee, schaffen wir nicht. Ach du Scheiße. Ja. Kaufsieg. Ja, toll. Ja, ich bin dreimal gestorben und keinen gekillt. Weil die ganzen Kills mir auch noch geklaut wurden. Ja. Hab keinen Bock mehr, Alter.